Ja, sehen wir uns das Eliminationsverfahren bei der multiplen Regressionsanalyse mal genauer an. Das macht man am besten mit einem konkreten Datensatz. Wir gucken uns also den Datensatz Tipps an, der im Reshape 2 Paket zu finden ist. Da geht es um einen Datensatz mit 244 Observationen von insgesamt 7 Variablen. Ich will jetzt nicht jede Variable im Detail hier vorab darstellen, sondern dann im Laufe des Videos erklären. Es geht uns um die Erklärung der Höhe des Trinkgelds. Tipp steht für Trinkgeldhöhe in Abhängigkeit von mehreren Variablen, nämlich der Rechnungshöhe, dem Geschlecht, ob man raucht oder nicht, Raucherstatus, an welchem Tag man isst, sprich Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, wann man isst, mittags, Lunch oder abends, Dinner und wie viele Personen am Tisch sitzen, zwischen 2 und 6 Personen können am Tisch sitzen. Das ist in aller Kürze jetzt die Beschreibung dieser Variablen. Ja, wir packen jetzt alle Variablen rein in die erste Schätzung und eliminieren dann Schritt für Schritt. Wie funktioniert das? Naja, die erste Schätzung sagt, alle Variablen sind drin und dann schätzen wir. Und was kommt da raus? Ja, so sieht es aus. Die Variable Rechnungshöhe hat offensichtlich einen positiven, signifikanten Einfluss auf die Höhe des Trinkgelds. Dann beim Geschlecht sind wir weit weg von der Signifikanz, p-Wert 81,9%. Bei Smoker sind wir auch weit weg von der Signifikanz. Und dann hier bei den Tagen ist ja eine mehrkategoriale Variable. Die Referenzkategorie ist der Freitag und dann hat man ja Samstag, Sonntag und Donnerstag immer im Vergleich zur Referenzkategorie. Wäre es zu interpretieren, dazu gibt es ja auch ein extra Video. Da sieht man, ist man auch ziemlich weit weg von der Signifikanz. Bei Time, also Lunch, Mittagessen oder Abendessen, auch weit weg von der Signifikanz. Und bei Size, also wie viele Leute am Tisch sitzen, ist man so nahe dran an der 5% Schwelle. Wie geht man jetzt hier weiter vor? Naja, man eliminiert erstmal die Variable mit dem höchsten p-Wert. Und das ist die Variable Time. Der p-Wert liegt bei 87,83% und ist damit der höchste. Jetzt könnte man natürlich fragen, wieso? Hier ist doch noch eine Variable mit 93%. Das ist aber eine Teilauskunft sozusagen innerhalb dieser mehrkategorialen Variable. Von daher nicht relevant. Wir haben ja auch noch geringere p-Werte. Ja, Elimination von Time und Neuschätzung ohne die Variable Time kommt dann zu diesem Ergebnis. Total Bill weiterhin signifikant. Sex immer noch jenseits von Gut und Böse, 81% P-Wert. Smoker auch noch weit weg von der Signifikanz. Jetzt diese mehrkategoriale Variable, da ist der höchste Wert 85%, aber es gibt eben auch noch niedrigere. Und Size ist jetzt signifikant geworden, hat ein Sternchen bekommen. Also als nächstes wird jetzt die Variable mit dem höchsten p-Wert eliminiert. Und das ist die Variable 6 mit 81,86% p-Wert. Wie gesagt, hier haben wir ja diese mehrkategoriale Variable. Und man könnte jetzt versucht sein, ja, hier Day Sun rauszuwerfen. Das geht aber nicht, weil Day Sun ist ein Teil dieser mehrkategorialen Variable. Ich muss also das Gesamtkonstrukt betrachten. Und von daher habe ich hier auch noch eher kleinere p
p-Werte. Ich werde das nächstes an 6 als Variable eliminieren mit 81%. P-Wert weit weg von der Signifikanz. Also Elimination von 6 führt dann zu dieser neuen Schätzgleichung. Und diese neue Schätzgleichung, ja, Total Bill weiterhin signifikant, da wird sich auch nichts mehr ändern, sei es signifikant. Und dann ist jetzt die Frage hier, was werfen wir als nächstes raus? Smoker oder Day? Und da ist es ja jetzt so, dass alle p-Werte der merkatorialen Variable über dem p-Wert von Smoker liegen und damit wird als nächstes Day eliminiert. Ja, Elimination von Day, hat man gesagt, ist der nächste Schritt und dann bleibt Folgendes übrig. Total Bill, unverändert signifikant, Size, unverändert signifikant, aber Smoker, yes, weiterhin nicht signifikant, muss also auch in dem letzten Schritt dann eliminiert werden. Ja, Elimination von Smoker führt jetzt dann zur Schätzgleichung Tip tilde Total Bill plus Size. Und hier ist nun alles signifikant, sowohl Total Bill als auch Size. Und es handelt sich jetzt hier um das relativ beste Schätzmodell, gegeben die Stichprobe. Man sieht aber auch, dass das R-Quadrat hier mit 46,35% ja noch Luft nach oben lässt. Das heißt, es gäbe noch bessere Schätzmodelle, aber dazu bräuchte man mehr Daten. Die sind hier nicht in diesem Datensatz enthalten. Also offensichtliche zusätzliche X-Variablen wären zum Beispiel die Servicequalität. Ne? Ob das Essen jetzt pünktlich kommt, ob das Essen gut schmeckt, ob das nett serviert wird, also sprich die Bedienung freundlich ist und so weiter und so weiter. Es gibt also noch viele fehlende X-Variablen und wenn man die jetzt hier auch erfasst hätte, ja, hier ist es ja so, dass ein Waiter hier einfach ein paar Variablen erhoben hat, aber eben nicht sehr, sehr viele. Wenn wir mehr Variablen erheben, hätten wir auch ein höheres R-Quadrat.